Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Schal häkelt. Der ist ganz einfach und eignet sich prima als Anfängerprojekt. Der Schal wird aus halben Stäbchen gehäkelt und zwar quer, also nicht wie sonst von unten nach oben, sondern immer von links nach rechts. Und dieser schöne Rippeneffekt entsteht einfach durch die Art, wie wir einstechen in die Masche. Und zwar fangen wir an mit einem ganz einfachen Anfangsknoten. Dazu könnt ihr euch auch unten in dem Link unter dem Video in der Infobox nochmal meine Anfängervideos angucken. Ansonsten macht ihr das einfach so, wie ihr das gewohnt seid oder so, wie ich es jetzt zeige. Ihr wickelt den Faden um den Finger und nehmt die hintere Schlaufe nach vorne und dann die hintere unter euren Finger. Dann wird das Ganze auf die Nadel gehängt. Ich empfehle euch, wenn ihr noch sehr straff häkelt, weil ihr noch Anfänger seid oder generell einfach eine Art fest zu häkeln habt, nehmt euch einfach eine größere Häkelnadel, damit das schön locker fällt. Dann werden Luftmaschen gemacht, das heißt einfach den Faden holen und durch die Schlaufe durchziehen. Faden holen, durchziehen, holen, durchziehen. Und diese Luftmaschenkette macht ihr so lang, wie ihr möchtet. Ihr könnt zum Beispiel das Ganze auch um den Hals legen, um zu sehen, ob die Länge des Schals euch dann schon reicht. Ihr könnt ungefähr euch dran halten, also für einen Erwachsenen könnt ihr für einen Schal ca. 1,50 m lang diese Luftmaschenkette machen. Für ein Kind natürlich kürzer. Macht die Luftmaschen sehr locker. Und je nachdem, wie lang oder wie kurz ihr das haben wollt, könnt ihr das jetzt damit bestimmen, wie lang eure Luftmaschenkette ist. Und wir stechen jetzt in die zweite Luftmasche ein. Die erste ist gleich die hier, wo unsere Schlaufe rauskommt. Und die nächste ist hier. Das ist unsere Masche, wo wir einstechen wollen. Vorher machen wir einen Überschlag. Dann stechen wir in diese zweite Luftmasche ein von der Nadel aus, holen den Faden da durch. Dann habt ihr drei Schlaufen auf der Nadel und die mascht ihr jetzt alle drei einmal ab. Das heißt, den Faden holen und durch alle drei Schlaufen durchziehen. Damit haben wir jetzt unser erstes halbes Stäbchen gemacht und das wird jetzt die ganze Reihe gemacht. Das heißt, ihr macht wieder einen Überschlag, geht in die nächste freie Masche rein, holt den Faden da durch und mascht alle drei auf einmal ab. Noch ein halbes Stäbchen, ein Überschlag, in die nächste freie Masche reingehen, den Faden holen, durchziehen und alle drei abmaschen. So sieht das dann aus. Das sind halbe Stäbchen und das müsst ihr die ganze Reihe lang machen, bis zum Ende. Immer halbe Stäbchen. Überschlag, in die nächste freie Masche einstechen und alle drei abmaschen. Eine Reihe lang. Ihr könnt das Video jetzt pausieren und eure Runde hier ganz in Ruhe fertig häkeln und dann schauen, wie es weitergeht. So, am Ende der Runde oder der Reihe angekommen, zeige ich euch noch die letzten Maschen. So, und jetzt habe ich noch eine übrig. Da geht ihr auch ganz normal rein. Und macht euer letztes halbes Stäbchen. Und damit haben wir jetzt unsere Runde fertig und fangen die zweite Runde an. Dazu macht ihr einfach eine Luftmasche und wendet das Ganze, so dass wir wieder in die andere Richtung häkeln können. So, und dann, wenn ihr euch das hier so ein bisschen auseinanderzieht, könnt ihr sehen, dass das hier unsere erste Masche ist.
Das ist hier wie so ein kleines V. Oben hat das ein Maschenglied und unten. Und in dieses kleine V stechen wir nicht wie sonst unter beide Maschenglieder ein, so wie hier jetzt, dass ich zwei Stück habe, sondern wir werden, um unsere Rippen zu bekommen, immer nur in das hintere einstechen. Dazu macht ihr wieder einen Überschlag, geht dann hier oben in das hintere Maschenglied unten drunter und mascht, holt den Faden da durch und mascht dann alle drei wieder zusammen ab. Nochmal das nächste, wieder ein Überschlag, dann schaut euch wieder dieses Maschenglied hier an, das hintere wieder nur. Geht da drunter, holt den Faden da durch und mascht dann alle drei auf einmal ab. Nochmal, die nächste Masche ist wieder hier, das hintere Maschenglied, durchziehen den Faden und alle drei abmaschen. Also haben wir dann immer nur die Hälfte der Masche genommen und dadurch habt ihr dann hier hinten, seid ihr ein bisschen tiefer und das hier vorne drückt sich dann so hoch. Das sieht man aber erst nach ein paar Reihen richtig, wie das aussieht mit dem Rippenmuster. Da müsst ihr dann erstmal noch weiter häkeln. Und die ganze Zeit so weitermachen, die ganze Runde lang bis zum Reihenende. Hinten einstechen. Und halbe Stäbchen machen. Da könnt ihr jetzt wieder euer Video anhalten und erstmal in Ruhe weiter häkeln. Jetzt sieht man so ein bisschen, glaube ich, dass sich das hier so nach vorne wölbt, weil wir eben immer nur hinten einstechen. Also bis zum Reihenende immer die halben Stäbchen ins hintere Maschenglied einstechen und ich zeige euch gleich noch, wie ihr bei dem letzten Verfahren müsst. So, am Ende der Runde angekommen habt ihr noch eine Masche übrig. Und zwar ist das hier die. Ich habe jetzt hier beide mal auf die Nadel geholt, damit ihr das seht. Das ist die letzte Masche. Wir machen wieder einen Überschlag und hier am Rand ist die Besonderheit, da mache ich immer durch beide Schlaufen. Also nicht die hintere, sondern einfach, weil der Rand dann wirklich schöner aussieht und auch ein bisschen besser hält, mache ich da mein halbes Stäbchen einfach unter beide Maschenglieder. So, und damit habt ihr die Runde abgeschlossen. Für den Anfang der nächsten Runde einfach wieder eine Luftmasche machen und wenden. Das macht ihr jetzt immer bei jeder Runde, die ihr anfangt. Die Luftmasche am Anfang und am Ende jeder Runde immer unter beide Maschenglieder einfach das letzte halbe Stäbchen. Dann wieder einen Überschlag machen und hier vorne gleich in die erste Masche, aber nicht unter beide, sondern wieder nur unter das hintere Maschenglied. Und eure halben Stäbchen arbeiten. Nochmal ein Überschlag, wieder nur das hintere Maschenglied nehmen und ein halbes Stäbchen. Dann bleibt wieder die Hälfte der Masche hier oben stehen und bildet dann wieder so einen kleinen Rippenrand. Und hier sieht man es jetzt auch schon gut, wie sich dann diese Rippen entwickeln. Und so macht ihr jetzt so lange weiter, wie ihr euren Schal breit haben wollt. Ich werde euch gleich sagen, wie viel Reihen ich gemacht habe. Das ist so, wie jeder das mag. Also manche mögen richtig breite Schals, andere wollen das lieber öfter drumherum wickeln und schmal haben. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr mögt. Und jede Runde einfach so, wie ich es gezeigt habe, beginnen. Und jede Runde beenden mit dem halben Stäbchen unter beide Maschenglieder.
und dann macht ihr wieder eine Wendeluftmasche und macht wieder eine neue Runde. So, und ich häkel jetzt noch weiter und zeige es euch gleich, wie das Ende gemacht wird. So, und nach insgesamt 10 Reihen sieht mein Schal jetzt so aus. Es hat auf beiden Seiten dieses schöne Rippenmuster. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das Ende vernähen könnt. Also ihr schneidet einfach lang genug ab, zieht einmal hier durch, damit sich das Ganze verknotet. Und dann zieht ihr das auf eine Wollnadel drauf. Na. Und bei einem Schal ist es wirklich immer wichtig, das gut zu vernähen. Da könnt ihr einfach immer abwechselnd hoch und runter, dass ihr so ein bisschen immer tief und hoch einstecht zwischen den Maschen, weil der Schal wird ja auch gewaschen und das soll sich dann auch nicht lösen. Und dann, wenn ihr hier rausgekommen seid, überspringt ihr dann so eine oder zwei Maschen und stecht dann danach ein. Und damit habt ihr dann die Seite schon mal verankert und macht noch das zweite Mal in die andere Richtung. Und ich mache dann immer noch mal ein drittes Mal in die entgegengesetzte Richtung. Und dann könnt ihr sicher sein, dass das Ganze auch fest ist und abschneiden. Und das müsst ihr mit dem Anfangsfaden auf der anderen Seite auch machen. Mit dem hier. So, und so sieht der Schal dann fertig aus. Und wenn ihr mögt, könnt ihr am Rand noch Fransen dran machen. Oder es auch so lassen, weil der Rand auch so sehr schön aussieht. Und durch diese Struktur fällt er total locker und leicht, finde ich. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch von euch. Und schreibt mir in den Kommentaren. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und teilt natürlich meine Videos mit Freunden, um meinen Kanal zu unterstützen. Und ich wünsche euch viel Freude beim Häkeln und bis zum nächsten Mal.